Es gibt die 10 goldenen Regeln der Lomographie und damit kriegt jetzt einen Eindruck, wie man als Lomograf fotografieren muss. Und manche Sachen kennt ihr wahrscheinlich so, ja. Regel Nummer 1, nimm deine Kamera überall hin mit. Und gemeint ist damit schon wirklich überall. Links, Krankenhaus Toms. Das ist ungefähr eine Viertelstunde, bevor sie mich eingeschläfert haben, 2019 vor einer Operation. Der Pfleger, der mich da geschaut hat, hat dann geschmunzelt, obwohl ich da eben gerade gleich operiert werde, weil ich gesagt habe, ich möchte da ein Foto machen. Und der soll die Kamera einfach auf meinen Nachtkastel legen. Passt. Falls ich nicht mehr aufwache, hätte ich mir ein anderes gesehen. Aber deswegen immer mit haben. Schikos mit den Kindern. Das tragt nicht auf, wenn ich mir vorstelle, so objektiv irgendwie, das gibt mein Skikurband nicht mehr. Wenn ich schwimmen gehe, habe ich die Kamera auch dabei. Die Lomographen haben sich überlegt, oh, da hat es doch damals in die 60er Jahre so Unterwassergehäuse gegeben, das haben sie einfach nachgebaut. Da klemme ich einfach die kleinen Kameras ein und gehe schwimmen. Und kann damit wunderbar fotografieren. Auch im Urlaub, wenn man mit diesen Schiffern da fährt, Kamera immer dabei haben. Das rechte Bild ist zum Beispiel von der Yps-Kamera. Das ist also von 1976 im Sommer. Regel Nummer 2. Verwende sie doch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich kenne das, wenn ich mit der anderen Kamera schon fotografiere. So, es ist jetzt dunkel, dann nehme ich sie gleich gar nicht mit. Die kleinen stecke ich mir einfach ein und dann darf ich halt keine Scheu haben, dass das halt einmal verwackelt wird. Ja, mein. Ja. Rechts wieder so ein Gimmick, so ein Übsbild. Ja. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Da habt ihr das Beispiel, diese Sprocket-Rocket-Aufnahme mit dem Panorama, das ist in Salzburg in der Getreidegasse. Und im Vergleich dazu rechts ein Schwarz-Weiß-Bild von der Diana Baby mit einem Rotfilter, habe ich das ausprobiert. Einfach da zu unserem See zu Hause zu, zack, klick und gleich mal fotografiert. Regel Nummer 3. Und das finde ich schon auch interessant. Also, ist nicht Unterbrechung deines Alltags, sondern ein integraler Bestandteil. Weil ich merke das schon auch, wenn ich mit meiner Family spazieren gehe, mit der da ist mir das oft passiert. Was? Lass mich fotografieren. Dann stehen die zwei wieder da und warten, bis ich weitergehe. Da fotografiere ich einfach anders, weil da nehme ich das einfach mittendrin. Gell? Da bleibe ich nicht stehen, sondern das, was mir halt unterkommt, schnappe ich gleich so am Wegesrand praktisch mit. Ich weiß heute nicht mehr, was mich damals als Bub gereizt hat. Das sind zwei Spulerkübel, also Essensabfall und Restekübel. Das ist auch so ein Gimmick, also so ein Übskamerabild. Das linke ist jetzt mit einer so einer Lama fotografiert. Gell? Das war bei einer Fortbildung in Windischgarsten auf einer Alm. Und ich meine, da sind wir auch hingegangen und gesagt, Kamera aus, hat den Tisch fotografiert, aber wenn ich heute da drauf schaue, da fällt mir nachher sofort wieder alles ein, was da rundum und um war. Gell? Der eine mit seiner Drohne, der da geflogen hat, das Bergpanorama, was da war, die Getränke, also herrlich. Meine große Kamera war im Modell. Die habe ich nicht mitgehabt. Und das war auf dem Marsch von der BTV das letzte Mal zurück. Gell? Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nicht durchschaue und einfach in die Richtung fotografiere, sondern ich habe mir das schon irgendwie so überlegt, gell? Wo tue ich da die Häuser hin und wo tue ich den Kirchturm hin, aber das geht so im Nebenbei. Regel Nummer 4. Übe den Schuss aus der Hüfte. Rechts ist mein Nachbar und der hat gesagt, so ein gutes Foto von mir habe ich noch nie gesehen. Weil das zeigt ihn so, wie er wirklich ist. Alles andere ist, geht dann, ihr kennt das wahrscheinlich, warte mal, lass dich fotografieren und dann haben sie alle ihre Fotografen lächeln auf und dann bist du schon wieder nicht mehr so, wie du eigentlich bist. Aber so schnell habe ich meinen Schauen können, habe ich ihn erwischt. Wenn ich überlegt hätte, wie ich die Katz fotografiert, dann war sie schon wieder weg gewesen. Die ist in Absum da bei der Schuhe. Die huscht immer dumm und habe sie erwischt. Näher dran. Sie formulieren das halt so, gell?
mache das manchmal mit meinen Schülern auch. Und dann einer von den Tipps, die ich ihnen oft ans Herz legt, das ist, geht's näher dran. Und egal, was sie dann machen, sage ich, da bist du nicht nah dran, noch nah dran gewesen. Und das ist oftmals ungewohnt, gell, aber wenn man dann näher dran geht, da weiß jeder, das ist mein Auto, gell? Also das ist ein Auto. Da muss man nicht immer beide Rücklichter und die Nummerntafel drauf haben. Oder rechts, das ist zum Beispiel eine Aufnahme mit der Diana, da gibt es also ein Fischaugenobjektiv. Und da kann man wirklich bis auf 40 cm dran gehen und trotzdem das ganze Auto noch drauf haben. Die Regel gefällt mir. Don't think. Aber jetzt nicht so gedankenlos fotografieren, sondern in dem Sinn halt so, denk nicht lang nach. Ja, wenn ich in der Autowaschstraße bin und die überlegen, ob ich das jetzt fotografieren soll oder nicht, dann bin ich hinten schon wieder trocken draußen. Oder wenn ich mir da überlegt hätte, soll ich das? Ist das Auto da hinten? Sieht man die Katze noch? Wenn ich da dreimal überlege, dann ist das schon vorbei. Also dann zack, ich mache das Foto jetzt. Denke ich gar nicht lang nach. Und da genau das Gleiche. Wenn ich in der Früh, also in dem Fall war das in der Früh, wenn ich von der Tiefgarage in die Schule gehe, ist mir zweimal aufgefallen, hey, dass es dieses komische Rasengitter und dann eben das nächste Mal mit drüber gegangen bin, habe ich da eine kleine Kamera mitgehabt. Oder da mein Kater, wenn ich da lange überlege, stimmt die Belichtung, sieht man sein Fell oder was, nicht lange nachdenken, zack, Foto gemacht. Sei schnell. Ich meine, da bin ich zwar aufgefahren, aber dann habe ich auch gesehen, hey, Sonnenuntergang, Parkplatz aus, die Kamera, zack. Ich glaube, Minuten später war die Sonne weg. Da brauche ich nicht mehr lange überlegen. Und rechts da, das ist mein Papa 1976. Da habe ich wahrscheinlich als Kind auch nicht nachgedacht, sondern hey, Papa, zack, fotografiert. Ein bisschen später war der Koffer ausgeladen gewesen und der Papa wäre woanders gewesen, keine Ahnung. Gell? Einfach mal schneller sein. Man muss nicht im Vorhinein wissen, was dabei rauskommt. Diese Spaßkameras, da gibt es zum Beispiel einen Splicer dazu, nachdem sie alle Doppelbelichtungen können, kann man da vorne was draufschnallen und dann das halbe Bild abdecken. Und das kann man aber auch vierteln oder sechsteln oder achteln. Ja. Und dann macht man halt einmal das Viertel, einmal das Viertel, einmal das Viertel und dann fotografiere ich halt mal so, mal so, mal so, ohne zu wissen, was da wirklich dann passiert. In dem Fall ist das bei mir zu Hause in Obsteig. Da habe ich gedacht, geil, jetzt geht da mitten auf die Kreuzung. Dann habe ich das einfach abgedeckt. Gosthof Stern, die Kirchen, dann sieht man ein bisschen den Spar, dann die Einfahrt in die Siedlung da. Und da habe ich mir einfach so rund um und umgedreht und von allem einmal ein Bild gemacht. Und dann habe ich gedacht, was da wohl rauskommt. Und das Rechte ist was? Also das Rechte passt dann gut zur nächsten Regel. Ja, geht dann aber zurück. Man muss im Vorhinein, ich meine, ich kann es euch sagen, das ist in unserem Badesee, den wir da haben, ist da die Wasseroberfläche und diese Nichtschwimmerabtrennung und da geht es irgendwie runter, da schwimmt der Boje und da wächst halt irgendwas drauf. Aber ich bin da auch geschwommen und habe meine Kamera gehabt und habe mir gedacht, ha, lustig, da unter Wasser, klick, ohne zu wissen, was da jetzt wirklich passiert. Und das ist halt das andere, da muss ich nicht immer im Nachhinein wissen, weil ich dann, ich bin da selber amüsiert, ich habe da extra fotografiert für da. Und da habe ich mir gedacht, okay, wo ist denn das? Und ich habe das zuerst auf dem Kontaktabzug, den ich da noch mitbestelle, einfach nicht zuordnen können. Vielleicht weiß jemand von euch, wo das Dach ist. Das muss ein Dach sein oder so. Oder? Aber von den Bergen her ist es irgendwo bei mir im Oberland, aber genau kann ich es jetzt auch nicht mehr sagen, wo ich da war eigentlich. Gell? Aber ist ja wurscht. Das ist halt ein Viertel schwarz und drei Viertel hell, sage ich jetzt einmal so. Und das Rechte kann ich leider gar nicht mehr sagen, das ist wieder so ein Übstfoto. Nachdem ich sie alle digitalisiert habe, weiß ich nicht, hat einen lustigen Effekt, dass da was Helles drin ist, vielleicht Taschenlampen in der Nacht, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt kommt die wichtigste Regel, die zehnte. Die nur im ersten Moment so spaßig klingt, gell, weil nicht jetzt alles wieder über den Haufen werfen, aber das ist eher so gemeint, jetzt denk nicht immer so.
Drittelregel, was weiß ich, auf das Helle belichten, aufs Dunkle, nicht immer so die Regeln im Kopf haben, sondern das einfach einmal über Bord werfen. Auch. Man tut keine Motive in die Mitte vom Bild rein. Ja. Also wenn ich das gedacht hätte, dann hätte ich das Lampenbild da nicht gemacht. Das war irgendwo, da wir beim Hofgarten da fotografiert haben. Und das links da ist halt auch so mittig, gell? Ohne dass man weiß, was es ist. Sein tut es unser Fernheitswerk da in Absteigung, also ein Nahheitswerk. Das ist direkt bei der Siedlung hingebaut, oder? Naja, und wenn man diese 10 Regeln der Lammografie da schön alle befolgt, dann stellt man fast immer fest, das kann ich eigentlich mit meiner Spiegelreflex auch machen, gell, oder mit dem Handy. Der Charme da war oft diese Vignettierung, die man da sieht, oder dieses Körnige, weil die Negative so klein sind. Das sind halt Effekte, die man mit den modernen Kameras irgendwie erst mühevoll drauflegen muss. Da kriegst du es halt mehr oder weniger zufällig.